Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima. Dieses Mal wird es hoffentlich wieder etwas spannender. Nach den letzten zwei Teilen, wo ich ja nichts anderes gemacht habe, als zu grinden, was extrem mühselig war. Diesmal werde ich in das Schloss nochmal rein, aber gucken, wo es da weitergehen würde. Beziehungsweise, vielleicht den Prinzen testweise mal töten. Anlaufen, fehlgeschlagen. Können wir spaßeshalber auch nochmal versuchen hier. Der Anfang war ja jetzt auch nicht so dramatisch. Nehmen wir den zuerst. Einmal Schutz. Autsch. Jetzt beide nochmal springen. Wir leben noch. Aber der Heiler kommt nicht dran, deshalb werden die da jetzt sterben. Okay, dann halt nicht. Nochmal. Dann halt nochmal. Karaga. Mampf. Na gut, die sammle ich jetzt nicht alle ein. Aber die, wo man dran vorbeikommt, kann man mitnehmen. Voll. So. Dum, dum, dum. Schwierig. Aha. Schwierig. Ruheraum. Leicht. Okay, dann machen wir hier noch weiter. Abwarten, abwarten, der kann schon mal wieder wen angreifen. Schutz, Gulot, abwarten. Hinten rechts. Hier.
Weg. Nächste bitte. Vorne. Achso, der steht jetzt hinten rechts. Na gut. Neun hier, dahin. Okay. Der arme Gulot. Okay, die hinteren hätten wir fast alle. Vordere Reihe habe ich noch keinen. Na, Gulat. Schön. Haben die jetzt auch was zu tun? Blutung. Blutung heilen. Zip. Machen wir einfach mal an. Den hatten wir. Noch einen neuen für den rechten noch. Nehmen wir auch noch mit. Flip. I am the master. Weg. Und weg. So. Jetzt haben wir hier aber leider nicht die Möglichkeit zu rasten. Doch, hier geht's. Aber dann werde ich den Prinzen jetzt hier zumindest nicht angreifen. Das scheint keine Falle zu sein. Denn wenn ich den jetzt angreifen würde, dann müsste ich die ja nochmal töten. Und da habe ich keinen Bedarf zu. Falle. Da drin vielleicht auch noch. Oh, Gold. Schwierigkeit 9. Kisten.
Wahrscheinlich, wenn man stärker gewesen wäre, hätte man einfach hier reinmarschieren können, ja, wobei das wahrscheinlich gut verschlossen ist. Ich glaube, wenn man das nicht knacken muss, dann ist auch keine Falle drin. Da ist die Tür geöffnet. Glück. Ruheraum. Seit war keine Falle. Man mag's nicht glauben. Gebetsraum, keine lauten Geräusche bitte. Psst, Geräusch. Okay. Ja, dann ist das wohl straightforward hier. Zip, zip, zip. Oh, noch eine Figur zu zerstören. Dann nochmal XP. Leicht. Okay, abwarten. Der greift wieder hinten die an. Aber Schutz. Abwarten, abwarten, abwarten. Und Gulot. Vorne. Links der dicke Batch. Na. Mittlere. Na? I am the master. Steht jetzt da hinten. Okay, den in der Mitte hatten wir auch schon. Okay, die beiden können weg. Rösti. Flammen. Thank you.
Master. Okay, fehlt nur der Bogenschütze rechts hinten. Einmal neu casten. I am the master. Und weg. Aha. Und überladen. Gehen wir mal gerade zurück. Hier rasten. Zwei zusätzliche Lebenspunkte. Fey. Man kann ihn noch mehr in Mana stecken. Unidentifizierter Gegenstand. Aha. Zerstören! 220 Erfahrung. Das ist komplett lächerlich. Brauchst du einen Charakter mit der Stärke von 24? Haben wir leider nicht. Ich habe auch, glaube ich, keinen. Ah, da ist schon Stärke drauf. Da ist schon Stärke drauf. Helm könnte ich noch um 1 erhöhen, aber das würde da auch nicht reichen. Dann halt nicht. Energie. Den trinkt der Jack jetzt. Na hier, es ist... nicht der... Das sind keine Mana-Punkte, sondern reine Energie. Dann kann die das trinken. Schreibe ich mir mal auf meine To-Do-Liste. Schloss Cornel Gräber öffnen. Normalerweise öffne ich ja keine Gräber, aber die hier müssen einfach. Weil die sind im Reich des Bösen. Unbekannter Effekt? Aha. Gorga. Ein Punkt Tempo. Ja, kann man mitnehmen. Scheint keine Falle zu sein. Aura der Heilung. Schön. Mampf. Stärke um einen Punkt. Ja, wunderbar. Korga.
Dann ziehst du jetzt noch die Mütze an. Kann ich das direkt hier auch wieder rausstreichen. Eventuell sind das dann die Hebel, wo drei oben sein müssen. Wo geht's denn hier lang? Unten rum. Das hier ist Zufall, okay. Das ist jetzt auch. Okay, drei oben war die Ansage, dann wandern wir mit den drei noch, okay, dann passt das. So, da gehe ich aber jetzt nicht rein, weil dann würde ich beim Prinzen landen und dann müsste ich den umhacken, also das kommt dann später. Werde ich jetzt hier erstmal raus und dann das Schloss fürs Erste abhaken. Bis ich diese ganzen umherstehenden Gruppen auch noch abmurksen kann. So. Das wäre dann das Schloss Corneal erstmal gewesen. Ich muss mal gerade was notieren. So. Arwinzels Hütte. Na, da waren so ein paar Dämonen, die am Anfang waren, die auch nicht gerade einfach waren. Komm später dran. Dann gehen wir jetzt erstmal nach Osten und diese Diebe kaputt machen. Wellegarn macht eigentlich noch. Na doch, die Pflanzen könnten respawned sein. Gucken wir da auch nochmal nach dem Händler. Oh, da habe ich eins vergessen. Jo. Ratsch. Ratsch. Need a new weapon? Was hast du im Angebot? Nix Neues. Goodbye. Need a new weapon? Oder Moment. Identifizieren.
Geistigen Schutz ist weg damit. Braucht schon geistigen Schutz. Stärke des Windes. Ich glaube, Schuhe braucht aber noch irgendwer. Das ist auf jeden Fall Unsinn. Goodbye. Naja, das wiegt aber. Dann machen wir das so, dass der die bekommt. Und der bekommt das. Kann ich die verkaufen? Die sind nämlich für nichts gut. At your service. Zack. Come back soon. So. Dann wieder nach Kunawan. Können wir da auch noch beim Händler gucken. Waren. Und dann geht's nach Osten noch weiter. How can I help you? Und dann kann ich mich wieder ärgern bei Kämpfen gegen Dieben, dass sie entkommen. Da habe ich ja auch wahnsinnig Lust zu. Ist nichts mit Initiative bei. Diamantfaser Langbogen gegen Ogre. Macht 20 Schaden. Kostet 3000. Ist schon ein fettes Ding. Come back. Aber nö, das Geld will ich lieber woanders investieren. Da oben konnte man, glaube ich, noch einmal. Hier kann man Nahrung abbauen. Auch. Dann reisen wir mal. Nach Nagira. Im Nordosten siehst du die Ehrfurchtgebiet in der Festung von Ovenge. Du kannst die Umrisse einer Gestalt erkennen, die dich von einem der hellen Türme aus beobachtet. Verschwinde aus meinem Reich! So, kämpfen, Liebesbande. Das sind zwei stärkere. Hm.
Ich sollte vermutlich die Kleinen erstmal kaputt machen. Quatsch. Ball wird. Feuerball. Vielleicht nicht die Kleinen kaputt machen. Ich den wegstunnen können. Danach kann ich den anderen wegstunnen. Naja, hat nicht funktioniert. Dann bleibe ich bei dem Plan. Ja, nichts. Der ist jetzt dran. Der muss weg. Wenn ich da jetzt noch einen Feuerball drauf haue, dann kann es sein, dass der flieht. Aber andererseits muss ich das, glaube ich, einwählen. Okay, gut. Da muss der jetzt erstmal weg oder gestunt werden. Perfekt. Und Rasten. Hier waren Diebe, die den Weg blockiert haben. Und da ist ein richtig starker Ball. Sollte auch vermutlich kein Problem sein. Ich bin immer überladen. Ich werde erst nochmal nach Kunawan. Oder irgendwo hin, um mein Inventar ein bisschen leer zu bekommen. Und dann werde ich erstmal diese Diebesbande auf der Straße wegmachen und gucken, ob ich da einen Teleporter finde, damit ich diesen Weg nicht immer hin und her latschen muss, sondern mich nach Wellegarn teleportieren kann. Ich denke schon, dass da ein Teleporter ist. Dann umgehe ich einfach die Diebe erstmal, die da in der Zone rumlaufen. Good day, sir. Hallo. Ach so, wir hatten noch ein Buch, was identifiziert werden musste. Ausdauer des Herolds. Coole Sache. Kraft, dafür muss das erstmal gelernt sein, aber das werde ich dann auf jeden Fall machen. At your service. Göttliches Gebiet. Na super. Naja, ist halt ein netter kleiner Self-Heal. Na, der hält so wenig. Das kann man verkaufen, benutze ich eh nicht. Und nicht come back soon. Überladen.
So, nochmal rüber. Jawohl. So, und jetzt einfach auf der Straße bleiben. Und hier kämpfen. 600 hat der. Da bin ich mir nicht sicher, wie ich den töten soll, ohne dass der was klaut. Stecken wir das mal hoch bei dem. Feuerball. Fähigkeitenbuch gestohlen. Ja. Der und der müssten weg. Na, verdammt. Okay. Den kann ich nicht erreichen, quasi. Also nicht so weit, dass ich den töten könnte. Machen wir hier einfach nur noch Flammen da drauf. Wichtig ist jetzt, dass der nicht abhaut. Sehr gut. Valvet. Aha. So, der muss heilen. Ne, der macht einfach eine fette Heilung da drauf. Der muss weg. Die ist auch am Abnippeln. Aber ich habe für den anderen keine Zeit. Das ist ärgerlich. Feuer. Der muss auf jeden Fall weg. Gut. Sehr gut. Klaut direkt mehrere Sachen. Na, verdammter Mist. Gut. Muss da heilen. Da holen wir uns ein bisschen Zeit raus. Vielleicht haut er auch gar nicht ab. Ich kann nichts tun gerade. Der wäre als nächstes dran. Den kriegen wir aber auf jeden Fall nicht getötet. Gut.
alle umgebracht. Zwei Bücher geklaut. Ja, und mein ganzes Geld wiederbekommen, was sie mir geklaut haben. Ja. Rasten. Aufwachen, das muss reichen. Golden hat volle Mana. Wenn ich das jetzt nochmal benutzen muss, dann muss ich eh nochmal rasten. Den Kampf will ich aber auf keinen Fall nochmal machen müssen. Daher geht's jetzt hier erstmal speichern. Jetzt kann ich den Rest auch noch rasten. Ja, dann mache ich auch hier erstmal einen Schnitt, dann geht's gleich weiter hier mit Nagira und den Dieben. Bis denn!